Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, in der letzten Folge haben wir uns versucht, an diese Gegner hier anzuschleichen. Und jetzt machen wir sie platt. Mal gucken, ob es uns gelingt. So, Batteriestatus ist ja eigentlich mehr als in Ordnung. So, die ersten Gegner fallen auseinander. Das Problem ist, die beschießen uns auch mit Raketen. Rückzug. Da haben wir ja einiges kassiert. Batterien sehen noch in Ordnung aus. Wurden wir irgendwie schwer getroffen? Nein. Na dann, öffnen wir wieder das Feuer. Wäre ja gelacht, ne? Wenn wir die hier nicht platt bekommen. So, jetzt haben wir den Raketentypen mal getroffen. Oh, die Schilde sind weg. Sehr gut. Na ja, komm schon. Doch nicht so manövrieren. Habe ich da Licht verloren? Ist das mein Licht, was da rumliegt? Möglich. Oh oh. Das war jetzt nicht so cool von dir, Freundchen. Du hast ein paar deiner Raketen überlebt? Ich weiß es nicht. Naja, halten wir weiter drauf. Der wird schon nachgeben. Und das war's. Mission abgeschlossen. Oh, ist ja unglaublich. Direkt in meine Teile rein. Kann ich hier verankern? Natürlich nicht. Ich kann schon mal ein paar Sachen hier aufstellen, damit wir hier sammeln können. Und wir nicht alles verlieren. Sobald der Typ da auftaucht. Und Feuer. Komm schon. Deine Schilde bauen sich langsam auf. Und er driftet weg. Was mir gar nicht gefällt. Näher ran. Wir müssen halt nur seine Schilde knacken, dann ist er erledigt. So, gut. Ich hoffe mal, es sind nicht allzu viele gute Teile kaputt gegangen. Das wäre echt ein Jammer. So. Du, da rein. Oder auch nicht. Na komm, suchen wir uns ein Fleckchen, wo wir eventuell verankern könnten. Hier nicht. Das wird doch wohl möglich sein, hier irgendwo einen Anker zu setzen. Nee, da kann ich dich leider nicht hinsetzen. Schade aber auch. Wenn wir uns mal ein bisschen drehen. Komm schon, so uneben ist das Gelände hier auch wieder nicht. Jawohl, geht doch. Können wir jetzt in der Zwischenzeit unsere Batterien aufladen, während ich mit meinem Scoutwagen, je nachdem wie man es nennen möchte, wirst du wohl umschalten? Die Sachen da hinten einsammle. So, wunderbar. Und du kommst dann dementsprechend hierhin. Die Frage ist, konnten wir neue Raketen erbeuten?
Ja, ein paar Sucherraketen. Ist doch schön. Es ist ja noch nicht alles aufgesammelt. Vielleicht kommt da ja noch was. Auf jeden Fall ist da eine Railgun mit dabei. Ja, ein paar Sucherraketen. Könnten noch ein paar mehr sein, aber passt schon. Und dann bräuchten wir die nächste Quest. Moment. Nehme ich dich mal so mit. Und dich so. Oh, wow, 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 wow. Dahin und dahin. Komme ich an dem Stein vorbei? Hoffen wir es mal. So. Wie schaut es mein Batteriestatus aus? Ist noch nicht ganz voll. Dann können wir euch hier wieder platzieren. Und du kannst verschwinden. So, die nächste Quest, wenn ich bitten darf. Georgkorbjäger, Sie sind ein Gewinner. Das ist aber nicht die eine Mission, wo wir nicht rangekommen sind, oder doch? Ob das so clever ist, sich hier hinzudrehen? Na komm, fahren wir weiter. Vielleicht kommen wir da jetzt an. Da unten im Tal können es auch ein bisschen böse enden. Komm schon. Weißt du, dass du da durch möchtest? Hat man erledigt? Denke mal ja. Mit Vollgas da hoch. Bleiben wir erstmal hier oben. Ja, wir haben ja auch keine andere Wahl, ne? Wenn wir hier festhängen. So, weiter. Bräuchten an sich mehr Schub. Müsste ich nicht ständig nachhelfen. Hier entlang. Dich können wir mal schließen. So, ab die Post. Das ist der nächste Gegner, der sich erledigen lassen möchte. Was zur Hölle haben wir da hinten? Hab ich da was übersehen? Bleib du mir vom Leib mit deinen Megaton-Kanonen. Früher oder später werden wir dich schon platt machen. Na komm. Au. Lass doch den Quatsch. Hey. Hey. Wer nicht hören will, muss fühlen. So, jetzt komme ich da hoch. Und du bist erledigt. Wobei, du hast ja noch eine ganze Menge Batterie. Die ganzen Miniguns verpuffen in deinen Schilden. Ist ja sehr nett. 3, 2, 1. Schilde sind gleich aus. Jetzt. Jetzt hat er keine Chance mehr. Hey, 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 hey. Wer hat dir eigentlich erlaubt, da hinten kaputt zu gehen? Hoch da.
Naja, von mir aus auch nicht. Keiner zwingt dich. So, jetzt hier. Und ich habe schon wieder mein Gerät davon und eine Railgun verloren. Zwei Railguns habe ich verloren. Und das Teil da vorne. Bauen wir dich da mal ein. Gut. Da brauche ich einen Anker. Also langsam wäre mein Anker knapp. Da wollte ich dich nicht hinhaben. So, wunderbar. Na, dann verschwindest du eben. Dann ersetze ich dich. Ist mir auch recht. Moment, wir haben wieder neue Batterie. Also, ich meine neue Generatoren. Müsste ich die anscheinend doch hier irgendwie platzieren. Das gefällt mir zwar gar nicht, aber hey. Was tut man denn nicht alles, um ein bisschen Energie ranzukommen? So. Produktionsstätte. Moment. Ich weiß, hier sind überall Gegner in der Nähe. Was ist da hinten? Na gut, solange du hier noch auflädst, könnte man vielleicht wieder mit dir dahin fahren. Das mal abchecken. Gib mir mal ein Radar mit. Sicher ist sicher. Oh, da ist sogar ein Gegner in der Nähe. Aber scouten wir erstmal. Au. War der Stein schon immer da? Eine Lieferungskiste. Oh, 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 das ist was Größeres. Ja, da muss ich schon mit meinem Hauptdeck hinfahren. Anders wird das nicht funktionieren. Aber gut, zumindest wissen wir, was da auf uns lauert. Könnten wir etwas Energie aufladen? Ja, fast voll. Gut. Dann kommen wir ja weiter. Um hier wieder durchzukommen, das wird schwierig. Na komm, fliegen wir eine Runde. Nein, jetzt sitze ich da oben auf. Naja, bleib ruhig. Will nur dieses Crate hier haben. So. Selbstverständlich beschießt er uns zuerst. Warum sollte er das nicht machen, ne? Ist ja auch sein gutes Recht. Gucken, wie lange sich dieser Block gegen uns wehren kann. Muss er definitiv näher ran. Gut. Jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollten.
Und es ist erledigt. Liegen da zwei Crates rum, oder? Wo hab ich dich denn schon wieder verloren? Da vorne. Alles klar. Na dann. Gib mir mein kleines Gerät hier wieder. Moment, ich nehme mal mit. Mal, das spawnen jetzt gleich keine Gegner raus. Huch, au. Oh. Oh nein. Nicht mein Scout-Tag. Das werdet ihr mir büßen. Feinde zerstört. So, kann ich die Kiste jetzt öffnen? Ein Glück, dass ich noch so eine Venture-Kabine habe. Ansonsten wäre es unmöglich, das Ding hier zu spawnen. Ich könnte ja aber schon mal hin und wieder eine Storage Unit platzieren. Überwiegend nur Müll. Dafür bin ich hier runtergekommen. Da drüben ist ja noch mehr Müll. Das ist auch weg mit dir. Wird da alles eingesammelt? Eieieiei, lässt du dich schwierig steuern. Brauche ich die Teile, die hier rumliegen? Eigentlich nicht. Nun denn. Guck mal, da hinten ist die nächste Quest. Wie weit ist die entfernt? 1,4 Kilometer. Achso, die hat man ja schon die ganze Zeit anvisiert. Na dann. So, und jetzt hier wieder rauskommen. Bei an sich müsste ich noch eine Storage Unit hier parken. Um meine Teile wieder ranzukommen. So, du verschwindest hier schon mal. Und ich hänge hier wieder fest. Gut. Ich hoffe mal, das reicht. Yep. Oh, nicht dein Ernst. Kommt direkt der nächste. Gut, den werden wir auch ausschalten. Platzieren hier schon mal die Storage Units. Die Teile schon mal einsammeln können, sobald er landet. Drei, zwei, eins, go. Und schon wieder dieses Design. Naja, seine Batterien halten zumindest nicht lange aus. Ist ja auch schon mal was wert. Und weg ist er. Super. Dann warten wir nochmal die paar Sekunden ab, damit wir das alles einsammeln können. Und weg mit uns. So, hoch da. Und ich glaube, hier ist der nächste Ort, wo wir hängen bleiben werden. Diese Mulde gefällt mir mal gar nicht. Wobei, es geht eigentlich. Solange man ein bisschen Schub hat.
Vorne ist irgendwo eine Handelsstation. Da oben. Und da oben ist auch ein Tag. Das werden wir mal zerfetzen. Oh. Ein Hoverboat. Das kann richtig gut hoverkern. Respekt. Ich muss jetzt wirklich mal warten, dass wir hier wieder unsere Batterien, also unseren Tank ein wenig aufgeladen haben. Dann kommen wir da schon hoch. Braucht nur genug Schwung. Und Feuer. Das hast du nun davon, Kleiner. Leg dich nicht mit mir an. Denn ich würde mich auch nicht mit mir selber anlegen, da ich weiß, dass ich überall hängen bleibe. So, hoppala, hoch da. Gut. Irgendwie kommt mir diese Gegend hier vertraut vor. Ist das schon wieder derselbe Ort? Hm. Lieferungscrate, 400 Meter. Schauen wir mal, bleiben wir noch ein bisschen hier in der Gegend. Verkaufst du was Interessantes? Muss ich da etwa näher ran? Hallo. So. Wunderbar. Dann kauft mal wie immer alles von Hawkeye auf. Auch wenn wir es höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Na komm, seid jetzt mal bitte nach Kooperation. Nee. Ich bin nicht gewillt, 27.000 auszugeben. Aber die Teile, die können wir gut gebrauchen. Habe ich eigentlich noch genug Ketten? Ja, 46 Stück, da brauche ich keine kaufen. Kommst du mal wohl mit? So. Ich könnte hier sogar verankern. Naja, das ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden und dann... ich glaube, da werde ich nicht rankommen. Wo ist denn der andere Lieferungsgrade? Schauen wir uns erstmal den hier an. Und dann, ja. Wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.